Hallo, ihr Lieben, good morning vom Bodensee. So, heute möchte ich mit euch eine kleine Stoffsammlung machen. Was sind die Lieblingsprobleme und welches Problem musst du lösen, bevor du glücklich sein kannst, bevor du alles Geld haben kannst, das du dir wünschst, bevor du erfolgreich wirst? Welches Problem musst du zuerst lösen, bis der Traummann dich finden kann, die Traumfrau dich finden kann? So. Ich bin neugierig auf eure Impulse. Ne? Und mein Problem ist, dass ich immer ungeduldig bin. Und genau. Hey Marion! Magst du es in der Inspirationsgruppe teilen, den Link zum Video? Das wäre mega. So. Bin gespannt. Schreib mir gerne in die Kommentare, was ist für dich das Problem? Ne? Welches Problem musst du lösen, bevor du alles von dir haben kannst, bis dein Business abheben kann. So, welches Problem hast du, bis du das und das machen kannst? Und ich habe das ausgeschrieben und ich glaube, viele Leute haben nicht kapiert. Hallo Facebook, hallo Internet. So, danke dir. Und schreib mir das gerne rein. So, was habt ihr beschlossen? Was ist das Problem, das du zuerst lösen musst, bevor du alles von dir haben kannst? Na, wie sehr musst du das Geldproblem lösen, bevor du alle Access-Kurse machen kannst? Was ist dein Lieblingsproblem? Und was du damit Spaß haben kannst? Ne? So, wie viele von euch müssen... Ah, okay. Schreib es mir in die Kommentare. Welches Problem musst du zuerst lösen, bevor du XYZ haben oder sein kannst? Bin neugierig. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was ist das Problem, das du zuerst lösen musst, bis du glücklich sein kannst? Ich muss wissen, was ich will. Cool. Was ist es noch? Und ne, sind wir uns oft bewusst? Oder erlaubst du dir darüber Klarheit zu haben, was dein Lieblingsproblem ist? Na, wie weißt du, was dein Lieblingsproblem ist? Ne, wo loopt dein Kopf immer wieder zurück, weil ich das nicht habe, deswegen habe ich das Problem? Ne? So, oder das Problem ist, weil ich XYZ. Oder das und das kann ich nicht haben, weil das Geld nicht da ist. Ne? So, wie viele von euch haben Geld als Lieblingsproblem? Wie viele von euch haben keiner sieht und hört mich als Lieblingsproblem? Wie viele von euch haben ich weiß nicht, was ich will als Lieblingsproblem? Wie viele von euch haben keiner mag mich? Keiner interessiert's, was ich kreiere. Ne? Ich bin der uninteressanteste Mensch auf der Welt. So, wie viele von euch haben als Lieblingsproblem verstehe die Welt nicht. Ah, ich glaube, ich schaffe es nicht, wenn ich nicht genügend Zeit habe. Dann wisst ihr, das Geile ist, wenn du dir bewusst machst oder dir erlaubst zu wissen, wow, wo erlaube ich meinem Kopf immer wieder zum Problem zu gehen? Weil schau mal, ist das Problem wirklich real oder fütterst du das mit deinen Gedanken und Gefühlen die ganze Zeit? So, was hast du beschlossen, was das Problem ist, dass du nicht die ganzen Kunden haben kannst, die du gerne hättest, nicht das ganze Geld haben kannst, das du gerne hättest? Was ist in deinem Kopf der Knarrsus Knacksus sozusagen, ja? Und habt ihr das schon mal gemerkt? Alle Probleme sind eigentlich im Kopf. Wenn du nicht drüber nachdenken würdest, hättest du dann ein Problem? Fragen über Fragen. Ich bin zu alt. Ah, oh, good one. So. Wow, ich merke für mich mit Facebook, ne, da gehe ich auch zum Problem. Keiner sieht meine Facebook-Lives. So,
Was, wenn ich diese Ansicht nicht hätte, dieses Problem, dass keiner das sieht? Ich sehe, es sehen zwei und ich weiß gar nicht, wer die zweite Person ist. Zeig mich! Oder schreibst du gerade zweite Person? So, wenn das kein Problem wäre, was ist die Möglichkeit hier, ja? Und da möchte ich euch morgen einladen, ne? So ein Free Call, morgen früh um 9 Uhr. Oh wow, wisst ihr, was ich gerade auch merke? Ich mag kurz und knapp, zack, kommen, Tools geben, Möglichkeiten, Moleküle drehen, gehen. Aber das Algorithmus-Land funktioniert ein bisschen anders. Da muss man länger bla 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 machen, bis man zur Juicy Sauce kommen kann. Okay, alle, die jetzt neu dazukommen, so, was ist dein Lieblingsproblem? Was ist in deinem Kopf das Hauptproblem, bevor du wirklich durchstarten kannst und dieses geile Leben haben kannst, das du gerne möchtest? Erlaubst du dir das zu wissen? Und hey, was, wenn dieses dir zu erlauben, zu wissen, was dein Lieblingsproblem ist, dein Hauptproblem, das schon der Beginn ist, dass ich das auflösen kann. Wenn du dir erlaubst, das aus der Bewertungsecke rauszuholen und auf diesen neutralen Boden von what's going on, was es hier wirklich losbringen kannst. Ich kann das nicht, weil ich zu groß, zu dick, zu klein, zu bla bla bin. Das hat sicher keiner. So, was sind die... Ja, und ich habe vielleicht den Titel ein bisschen zu offen gestaltet, ne? So, vielleicht hätte ich sagen müssen, was ist das Problem, das du hast, bevor du glücklich sein kannst? Ne? Welches Problem musst du überwinden, bevor du glücklich sein kannst? Bevor du alles von dir haben kannst? Bevor du alles Geld der Welt haben kannst? Bevor du deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin finden kannst? Welches Problem musst du lösen? Habe ich auf keinen Fall. Na Gott sei Dank, Nadine. Schreibt mir gerne rein. Ne? Ich würde gerne so ein paar... Ja, was sind eure Lieblingsprobleme? Wenn du jetzt aus Spaß dir betrachten kannst und nicht aus einer Falschheit, sondern einfach, okay, wo geht mein Kopf ständig hin, weil ich das hab oder nicht hab. Das heißt, ne, dieses Wenn-Dann. Wenn das erstmal gelöst ist, dann kann es losgehen. Ne, wenn ich, keine Ahnung, im Business, was sind da deine Wenn-Danns? Ne, ich brauche erst Leute, die mit mir gemeinsam kreieren, damit ich den Erfolg haben kann. Ne, was ist dein Lieblingsproblem? Nicht nachdenken, einfach machen. Doch was ist das Machen? Okay, wie viele von euch haben das Problem? Ich weiß nicht, was zu tun ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin neugierig. Was sind eure Lieblingsprobleme? Let me know. Und wie viel Spaß können wir damit haben? Wenn ich glaube, das eins der Riesendinge ist, dass wir diese Probleme so real machen. So echt. Sind sie wirklich echt? Petra schreibt, Lieblingsproblem, das ist gut. Ja, schau mal, wo spielst du den Joker, das ist mein Problem, immer und überall. Na, für wie viel von euch ist dieses Problem euer Joker, um bestimmte Dinge nicht zu haben oder zu sein? Sichtbarkeit und Team, Co-Kreation, cool. So, welche Probleme, ne? So, wo loopt euer Kopf ständig hin? Was ist das bevorzugte Problem, das du in deinem Kopf spielst? Blöde Ausreden. Auf den Lorbeeren der Probleme ausruhen. Ne, und auch schaut mal, welches Problem habt ihr in der Vergangenheit gehabt, das ihr immer noch als Problem seht, das schon längst verändert ist? Fehlende Klarheit, mangelnde Sichtbarkeit, Lieblingsproblem lässt es sofort leicht werden. Exactly. Ne, wenn du anerkennst, fuck, ich hab das als mein Lieblingsproblem. Und dann erlaubt euch auch zu wissen, wenn du dieses Lieblingsproblem hast,
Was schenkt dir das? Ne, was stellt es sicher? Was kannst du mit diesem Lieblingsproblem, mit diesem Problem, das so real scheint, nicht tun, nicht wählen, nicht haben? So. Wow. Vergangenheit, mangelndes Selbstbewusstsein. Ja. Wow. Und schaut mal. Danke dir so sehr. Wie viele Leute denken, sie haben ein mangelndes Selbstbewusstsein. Und hey, da bin ich wahrscheinlich derjenige, der es erfunden hat, ja. Ihr habt, na so, wenn ihr wüsstet, wie mein Leben noch vor 10, 15, 20 Jahren war, ohne die Tools von Access vor allem, ja. Selbstwert, pfff. Aber schaut mal, ist es wirklich etwas, was für euch eine Realität ist, dass du einen Selbstwert hast oder dass du einen mangelnden Selbstwert hast? Oder warst du schon von Anbeginn, ne, aus, vielleicht noch bevor du geboren bist, jemand, der einen völlig anderen Zugang zu der Welt hat, völlig andere Sichtweisen, völlig andere Energie, völlig andere Art mit Dingen zu sein? Und es ist für dich einfach, bist du nicht kompatibel mit der Mini-Welt der anderen, ist deine Welt viel größer. So mangelst dir an Selbstwert oder warst du bisher einfach noch nie bereit, in der Frage zu sein, was es war für mich? So, wenn das kein Problem wäre, was ist die Möglichkeit? Wie gesagt, ich freue mich, morgen um 9 Uhr haben wir einen der weiteren, na, mal wieder einen Free Call. Wir posten euch gleich den Link drunter. Und ich würde mich mega freuen, seid ihr dabei. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du den Link weitergibst zu Leuten, die vielleicht auch in so einer Problemschleife hängen. Na, ich würde euch gerne ein paar Tools geben, die Dinge von einem anderen Blickwinkel betrachten. Na, so was, wenn jedes Problem eine Riesenmöglichkeit ist, die noch nicht entdeckt ist, die du noch nicht erfragt hast. Cool. Was steht noch? Vergangenheit, Mangel ist, genau. Dann passen meine Ausreden perfekt ins Schema. Mhm. Lieblingsproblem öffnet alles. Yes! Diese Lieblingsprobleme kreieren noch ein größeres Lieblingsproblem. Keine Einnahmen. Ist das nicht gigantisch? Hey, nimm echt mal alle, bitte, nehmt eure rechte Hand und klopft euch auf die linke Schulter, wie großartig diese Probleme euch versorgen, um eine Ansicht zu bestätigen, die du als real abgekauft hast, auch wenn es nicht mal deiner ist, ja? Danke dir, Marion. Cool. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, ihr gebt's weiter, ne? So, die Tools von Access haben in meiner Welt so viel eröffnet und die letzten Wochen im Schloss und, ne, es war so dynamisch viel. Ich würde euch gern einladen, ne, welchen neuen Teppich an Möglichkeiten können wir gemeinsam knüpfen? So. Yay, das erhält. Cool. Ja, und wie gesagt, wo können die Tools, die gigantischen Tools von Access noch hin, wenn man die verwendet? Wie viel leichter kann alles werden? Was, wenn kein Problem ein Problem bleiben muss, sondern du wirklich entdeckst, fuck, was habe ich hier drauf, wenn ich hinter diese Fassade vom Problem gucke? So, was, wenn ihr alle dynamisches Gewahrsein habt von etwas, was viel größer ist, ne? Aber du gehst zum mangelnden Selbstwert, weil keiner die Möglichkeit, die du bist, bereit war zu empfangen. So, was können wir da morgen früh gemeinsam in die Welt bringen, das so viel größer ist, ja? Ich freue mich. Schön, dass ihr da wart und ich werde das Video auch auf YouTube posten, dann könnt ihr es leichter teilen. Und was können wir gemeinsam in die Welt bringen, wenn dieses Lieblingsproblem entlarvt ist und du die gigantische Möglichkeit darin entdecken kannst? I wonder. Okay, ihr Lieben, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.